So, das ist der Hannes. Und das ist das Fischfilet. Guck, mit Kartoffel, Salat, mit Salat und mit Fisch sogar. Fisch mit Fisch, richtig genial. Was machst du da? Mach das nochmal. Den Wind genießen. Den Wind genießen? Ja, den Wind genießen. Ein Scheiß muss ich. Genau, scheißen muss ich. Jetzt braucht der Ramses nur noch ein T-Shirt, wo drauf steht, scheißen muss ich. Und dann bist du das. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Ramses. Das ist der Hannes. Moin. Der ist schon seit Dienstag da. Und das, das ist die Bierrutsche von Original Turmbräu Grapefruit Hefeweizen. Die geht so. Hui. Das ist Jackass und so macht man Werbung. Und das habe ich irgendwie gesehen letztens beim Einkaufen und habe ich gedacht, die nehmen wir mal mit. Das sieht lecker und fruchtig aus. Turmbräu ist auch total die Billigmarke. Wir sind nämlich jetzt auf dem Weg zum Community Raid. Die Vögel sind weg. Von wegen, alle Vögel sind schon da, alle Vögel sind weg. Und Regi Eleki ist in den Raids. Seit 10 Uhr können Eier erscheinen. Ab 11 Uhr kann einer aufgehen. Wir laufen jetzt zum Formularfischer. Zeigen euch Konter gegen Regi Eleki. Werden dann kontern mit Turmbräu und werden gucken, wer das bessere Regi Eleki von uns bekommt. Wenn ihr schon eins habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr jetzt natürlich die Chance nutzen, euer erstes Regi Eleki zu bekommen. Hast du Bock? Ey, klar. Hast du schon eins? Ja, ich glaube, ich habe das Gelbe, oder? Das Gelbe, genau. Genau, da habe ich eins. Was immer so rumzappelt und rumhüpft. Wir melden uns gleich zurück. Willst du es mal aufmachen? Ein Bier. Ach so, ja klar. Hoppa! So, da der Ramses ja nur eine Hand hat, aber ja gelernt hat, dass man so machen kann, funktioniert das wunderbar. Wunderbar nach Grapefruit. Prost, Hannes. Prost. Der Grapefruit, Hannes. Das ist eigentlich so ein Freizeittreff, glaube ich, oder Jugendclub irgendwas. Und guckt mal, was mir jetzt gerade mal auffällt. Das sind ja lauter solche Autoreifen aufeinander gestapelt. Und der erste Haufen sieht aus wie Kenny von South Park. Daneben habt ihr einen Spider-Man-Autoreifenhaufen. Dann habt ihr da hinten Minion, ganz deutlich zu erkennen. Was das hier vorne ist, das braune, eichhörnchenartige, bibermäßige, weiß ich aber nicht. Hannes, kennst du das? Das ist dieses Pokémon, wie heißt das? Pokémon. Das ist Visor, genau. Genau so. Ja, wirklich? Kann nicht sein. War doch nur geraten. Jetzt habe ich auch noch den perfekten Lost Place für der Fahrer gefunden. Guck dir das mal an. Die kaputten Scheiben und die Einschusslöcher. Was war da denn los? Ist das ein Schulgebäude? Ist das was anderes? Loster kann ein Place nicht sein. Grüße an der Fahrer. Aber gibt's keinen Eingang, also kannst du auch doch nicht rein. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus aus dem Gestrüpp oder was? Sie denken alle, ich habe jetzt hier uriniert. Da hängen Hühnchenfedern dran. So, der Hannes sitzt jetzt am Start, ich bin auch am Start. Wir haben mal geguckt, es sind leider nicht 10 Leute geworden, aber dank der Abänderung der Fanrates wird es ja meistens nichts mehr. Wir gehen mal kurz hier auf den YouTube-Tab, den Community-Tab. Da habe ich nämlich eine Konda-Übersicht gepostet zu Regi Eleki, die ihr einsehen könnt. Das Ding ist nur Elektro. Jetzt schlägt es deswegen ganz viel Boden vor. Es ist leider nicht doppelt effektiv oder irgendwas. Es ist halt einfach nur Boden gegen Elektro. So basic, generally, ne? Müsst ihr euch merken. Brodo Groudon ist ganz vorne dabei. Ansonsten Groudon, Knackrack, Rihonior, Stallobor. Ja, 1602 und 2002 sind die 100er Werte. Also wenn ihr hinten eine 2 dran habt, da vorne 0 kommt, dann sieht es gut aus. Immer 0,2 hinten, das ist perfekt. Hier habe ich jetzt gepostet für 11.07 Uhr und es hat sich eingetragen. Moment, wir lesen es mal vor. Trainerse Abs, Pokehandler Matze, Henry, Niki, Wickeda und Cheffe, Bullseye, Bobby, Murdy, Dirty. Das sind nämlich jetzt 5, 6, 7, 8 Leute. Das heißt, 2 Plätze wären normalerweise noch frei. Das Ding geht jetzt auch hier auf. Wir drücken direkt mal auf die Arena. Ich denke, wir brauchen auch keine private Gruppe machen. Wir machen es einfach so ganz normal. Hannes, bist du soweit? Jo. Ich hoffe, es hat immer noch die Eingespeicherten drin. Nicht, dass es jetzt hier Probleme gibt. Gehen wir auf die Arena drauf, gehen direkt rein. Das ist der Formularfischer, das ist Regi Eleki.
das hüpft rum, das zappelt rum. Das sieht irgendwie richtig genial aus. Pokerhander, Matze Scheffe, Henry, Trainer Sir Abs und hier drüben Bullseye Bobby, Murdy Dirty, Wicketer, genau. Den hat es gerade nicht übernommen, den muss ich extra nochmal aufschreiben. Wick war berubt. Kann sein, dass er sogar ein Level-Up hat. Oder auch nicht. Gucken, wer noch online ist. Wir laden mal Jolix noch ein und den 22 Michel 12. Wir lassen die Pokémon-Auswahl auch so, wie sie jetzt gerade ist. Wir zeigen euch nochmal den Hannes. Da sitzt der Hannes. Moin. Da sitzt ein Hannes. Sein Weizen, Hefeweizen, Grapefruit. Das sind die zwei Geräte. Mal gucken, ob das jetzt... Genau, wenn ich das abfilme, flackert das. Wenn ich das abfilme, flackert nichts. Alles perfekt. Flackerino. Stellt euch zurück. Ich habe noch kein 100%iges Regieliki. Ist aber auch nicht so wichtig, ist auch nicht so dringend. Das Ding kann ja auch nicht shiny sein. Das wird sicherlich irgendwann mal als shiny eingeführt werden. Und dann würde ich empfehlen, wenn ihr unbedingt einen 100er wollt, raidet dann, sobald das als shiny verfügbar ist, dass ihr auf dem Weg zum 100er 50 Shinies noch bekommt, die ihr immer mal als Tauschmaterial nutzen könnt gegen andere. Bringt nichts, jetzt 800 Raids zu machen, dann das 100er zu kriegen und dann, wenn das kommt, als Shiny nochmal 100 Stück zu machen. Denkt an eure Kohle, ne? Macht es nicht wie ich. Ich habe es immer falsch gemacht, jetzt mache ich es anders. Das Erdnuss ist auch drin. Wie geht das denn? Das Erdnuss, Linus, Michel ist drin, Dandy ist drin. Hernanski ist drin, Lorenz ist drin, Michi Bayer ist drin, vor allem Cindy über Fanraids drin alle. Sind das etwa Meininger? Sind das etwa hier? Spielen die etwa hier heimlich während der Arbeitszeit Pokémon Go? Jetzt reicht's aber. Von der Raucherinsel aus wird hier in die Lobby reingegangen. Also, ja. Aber ich bin froh. Es hat nämlich keiner was gesagt oder gemeckert. Ich dachte schon die ganze Zeit, wenn du hier sitzt auf der Treppe, hier ist der Personaleingang neben uns, die kommen alle 2 Sekunden raus und rauchen, dass sie sich darüber beschweren, dass wir hier sitzen und Bier trinken und einfach halt vom Personaleingang rumlungern. Aber keiner was gesagt, leben und leben lassen wahrscheinlich. Wir beschweren uns ja auch nicht, dass sie immer zu rauchen. Also beschweren die sich nicht, dass wir hier Turmbräu, Grapefruit, Hefeweizen trinken. Das ist nämlich der Sponsor vom heutigen Video. Spaß. So, hast du dir den 100er Wert gemerkt? 22,2 glaube ich, oder 21,2. Und das war eine Weile nicht mehr. Hannes erzählt Geschichten. 16,02 und 22,02 oder so, oder 2002, ach, ich weiß es nicht. Der hier hat auf jeden Fall 15,77 und der hat 15,60. Wie viel hat deiner? 15,64. Dann ist der Nudel mit 15,77 der beste. Das Ding ist so wackelig und zappelig, trotzdem einfach fabelhaft getroffen. Wie ich das gemacht habe, weiß ich nicht. Ich hoffe, der bleibt jetzt drin. Und er ist drin im ersten Ball. Ich habe nämlich keinen Bock gehabt, nochmal zu werfen. So könnte man sagen, ja, ganz klar, einfach Kreis werfen, hier stellen, einfach zack, zack. So muss das aussehen. Ich finde das Pokémon irgendwie witzig. Vor allem, wenn du drauf drückst, diese ganzen Stränge, diese ganzen Elektro-Blitzstränge, das sieht einfach genial aus. Zwischen den ganzen Mülltonnen, die total langweilig wirken, ist Regieliki einfach der kleine Zappel-Philipp in der Runde. Hat sogar 3 Sterne. 10, 15, 12. Hannes ist, glaube ich, immer noch am Fangen. Die Nudel muss auch noch fangen. Ich würde sagen, das war es von meiner Seite aus. Vom Hannes seiner Seite aus. Heute ist Donnerstag. Morgen kommen die Gäste für den Geburtstag. Ich werde gucken, dass ich noch 1, 2 Videos fürs Wochenende hochlade, dass ihr was zu gucken habt. Und ich kapsel mich dann erstmal ab und bin dann am Montag wieder zurück und ansprechbar. Vielleicht. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes. Hannes, schön, dass du da bist. Großes Jule auf jeden Fall. Wegen dir habe ich jeden Tag Kopfschmerzen.